Das dritte Energieforum Mecklenburg-Vorpommern. Ein wichtiger Meinungsaustausch mitten in der Energiewende. Hierzulande ist sie bereits angekommen. Das Energieland MV, dieser Begriff habe sich mittlerweile fest etabliert, betonte der Chef der deutschen Energieagentur DENA, Stefan Kohler, in seinem Vortrag. Doch allein mit dem stolzen Begriff komme der Umstieg auf Ökostrom nicht voran. In Schwerin wird deshalb mit viel Hoffnung in Richtung Berlin geschaut. Energiewende bedarf einer festen gesetzlichen Grundlage. Das Stichwort heißt EEG-Novelle. Für uns im Land spielt eine Riesenrolle, dass das die wirtschaftspolitische Chance hier im Land ist. Und dafür brauchen wir sehr schnell wieder klare Rahmenbedingungen. Solche Projekte dauern sehr lange, kosten viel Geld. Und wer in sowas investiert, der will sicher wissen, dass er in einigen Jahren, wenn er fertig geplant hat und bauen möchte, auch weiß, was dann im Gesetz steht, welche Vergütung kommt, welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind. Deswegen brauchen wir ganz schnell Planungssicherheit. Seit der Strompreisbremse im letzten Jahr haben wir ja quasi dauerhaft Diskussionen, wie wird es künftig weitergehen. Das bringt massive Verunsicherung und das schadet dieser Wirtschaftsbranche. Die sogenannte Strompreisbremse ist gescheitert. Das ist nur einer von mehreren Gründen, die die breite Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung abschwächen. Als Kommunalunternehmen schauen die Stadtwerke Schwerin mit zunehmender Sorge darauf. Von den Stadtwerken wurde das Energieforum auch ins Leben gerufen. Eine Plattform, bei der Fachleute unter sich Klartext reden können. Die Energiewende hat momentan politisch einen hohen Stellenwert und ein hohes Maß an Zustimmung. Alles, was da an Kosten mit verbunden wird, wird sehr kritisch gesehen. Und damit sind wir ganz schnell an dem Punkt, was politisch sehr stark vorhersehbar war. Wir müssen, um die Energiewende mittel- und langfristig zum Erfolg zu führen, kosteneffizient abwickeln. Die Bürger müssen sehen, dass das Geld, was sie notwendigerweise dazu beitragen müssen, auch gut und klug investiert wird. Und da habe ich so meine Zweifel, dass viele der Maßnahmen, die wir momentan dann teilweise sehr schnell mal linksrum, mal rechtsrum hintereinander durchführen, aus Sicht des Bürgers nicht wirklich Sinn machen. Also hier müssen wir sehr viel mehr kommunizieren, was auch ein Thema heute hier ist. Und wir müssen natürlich sehr stark darauf achten, dass die Gelder, die dort eingesetzt werden, wir reden ja über immense Summen, wir reden ja über dreistellige Milliardenbeträge, über die Gesamtlaufzeit der Subventionszusagen, dass das natürlich nicht verpufft, sondern dass wirklich ein langfristiger Effekt dabei rauskommt. Ein effizientes Werkzeug der Energiewende ist die Bürgerbeteiligung. Die WEMAG AG hat sich seit Jahren als Regionalversorger etabliert. Die Problemlage ist dort weitgehend bekannt. Es wird deshalb nach flexibleren Lösungen und Kompromissbereitschaft gesucht. Also ich denke, Bürgerbeteiligung ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man erneuerbare Energien voranbringen möchte. Wenn eine Gemeinde oder Bürger an einem Windpark zum Beispiel die Möglichkeit haben, sich direkt zu beteiligen, dann ist die Akzeptanz für solch einen Windpark immer deutlich größer, als wenn nur ein paar Windmühlen einen in den Vorgarten gestellt werden und man nicht daran direkt teilhaben kann. Also wir erleben das in unseren Gesprächen, in unseren Projekten, dass das Thema Bürgerbeteiligung, Beteiligung der Kommunen ganz, ganz positiv aufgenommen wird. Auch Innovationen, vor allem Made in MV, kommen der Energiewende zugute. In der Pause konnten die Forumsteilnehmer ein schickes Elektroauto direkt vor dem Rathaus begutachten. Umgerüstet wurde das Fahrzeug von der WEMAG. Doch ein breites Netz von E-Tankstellen kann sich kein Anbieter allein leisten. Das Land ist gefragt. Das Land wird mit Sicherheit unterstützen können. In der nächsten EU-Förderperiode halte ich es für gut denkbar, dass wir da helfen. Ich würde aber zunächst gerne Testprojekte, wie das die WEMAG hier durchführt, abwarten wollen, weil wir im Land natürlich auch eine große Fläche haben. Und in der Fläche ist zurzeit die Technik noch nicht so weit, dass es für größere Distanzen ohne Schwierigkeiten empfehlenswert ist. Wir werden also in erster Linie auf die Städte setzen müssen. Und da werden wir gerne schauen, wenn in einzelnen Städten solche Modellprojekte losgehen, wo wir helfen können. Die WEMAG beginnt jetzt in Schwerin. Da sind wir gerne dicht dabei und wollen dann operativ entscheiden, wo macht es Sinn zu helfen. Elektroautos, Windparks vor der Ostseeküste, energieautarke Gebäude, die sich selbst mit Sonnenstrom erfolgreich versorgen. Das ist die Zukunftsvision für Mecklenburg-Vorpommern. Doch manche Experten raten, die Energiewende lieber mit Vorsicht zu genießen. Denn es gab bereits Vorschläge, selbst das Dach des Schweriner Doms mit Photovoltaikpanelen zu pflastern. Die Architektenkammer ist besorgt. Es gibt Mitglieder im Landesenergierat in den Arbeitsgruppen, die das diskutiert haben. Und die das auch sehr ernst gemeint haben. Und es gibt auch Vorstellungen, dass die Landesbauordnung denkmalgeschützte Gebäude für solche Energieanlagen freigeben soll. Und das ist schon etwas, was man ernst nehmen soll und was wir auch sehr ernst nehmen. Angepasste Gesetze, Akzeptanz in der Bevölkerung, Bürgerbeteiligung. Auf diesen drei Säulen muss die Energiewende gebaut werden. Netzausbau kommt natürlich hinzu. Eine Herkulesaufgabe, meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch das Energieforum ließ an dieser Aussage keinen Zweifel.